während das erste Fass die Halle verlässt, kommt das nächste Fass schon rein und ich darf unseren nächsten Gast vorstellen. Herr Detmer, stellen Sie sich selber kurz vor. Mein Name ist Gerd Detmer, ich bin Lohnunternehmer aus Niedersachsen. Wir selber arbeiten auf 4 Standorten mit unserem Lohnunternehmen im Agrarbereich und im kommunalen Bereich, sowie auch in der Industrie und kümmern uns um der Saat bis zur Ernte, sagen wir auch Komplettbewirtschaftung, eigentlich das Wunsch-und-Glücklich-Paket. Wir selber arbeiten in unserem Betrieb mit 100 festen Mitarbeitern, um die Arbeit zu erledigen und zusätzlich in der Saison, na klar, Saisonkräfte. Sie sind heute hier, um uns zum Thema Syrien was zu erzählen. Erklären Sie kurz das Thema Syrien bzw. was wir hier im Fronthubwerk sehen, damit wir das Gespann entsprechend positionieren können. Ja, hier in der Fronthydraulik sehen wir, sagen wir mal, die Fronteinheit, in dem die Säure transportiert wird, in dem sie Pumpentechnik sitzt. Das Ganze ist in einem dicken Käfig gesichert, dass es auch gegen Schäden oder Auslaufen von Säure geschützt ist. Rechts und links an der Seite sitzen jeweils Tanks. In einem Tank wird Additive, wird die Möglichkeit gegeben, dass man Additive zusetzen kann. In anderem Tank ist Klarwasser für Händespülen, aber auch um die Anlage zu spülen. Und im hinteren Bereich sehen wir dann die Pumpentechnik, die dafür sorgt, dass die Säure hingepumpt wird und eingeströmt wird. Das sehen wir in der Fronteinheit. Okay. Des Weiteren nachher hinten am Fass, aber jetzt würde ich sagen, kann er weiterfahren. Ne? Ja, kann er weiterfahren. Also Herr Detmer, das ist eine elektrisch angetriebene Pumpe? Nein, hydraulisch angetrieben sind die. Okay. Weil wir haben die Möglichkeit, da bis 50 Bar Druck aufzubauen, um auch die Gülle in den Güllestrom mit einzuarbeiten. Das ist auch exakt gewährleistet. Das kann eine Elektropumpe, schafft das nicht. Und ist das eine Kreiselpumpe oder ist das eine Drehkolbpumpe? Nee, ist eine Kreiselpumpe. So, wir müssen mal kurz schauen, dass wir hier die richtige Position finden. Unsere Maschinenhalle hier, die wir für die Profi haben, ist zeitweilen etwas klein. Aber wir sind optimistisch, dass das funktioniert. Wenn sie zum Schluss noch steht, ist das das Wichtigste. Ja, genau. So, hier wieder montiert ein 15 Meter breiter Bomek-Verteiler. Herr Detmer, können Sie noch kurz erklären, warum die Verteiltechnik eigentlich gar nicht so wichtig ist? Ja, bei dem System wollen wir eigentlich erreichen, dass wir wenig Stickstoffverluste haben und wir brauchen dazu nicht die Gülle einarbeiten, was ja sonst ein gutes Verfahren ist. Uns reicht eigentlich eine exakte Verteilung, die wir auch mit dem Schleppschlauchsystem hinkriegen. Also wir brauchen dafür kein Schleppschuhsystem. Wir erzielen die gleiche Wirkung bei einem Schleppschlauchverteiler. Wir könnten sogar den Prallteller nutzen, aber da ist letztendlich die Breitverteilung dementsprechend nicht so gut. Aber von den Emissionen her wird das ausreichend sein. Also ein Prallteller könnte dann insofern interessant sein, wenn die Gülle sauer ist, dass die Ammoniak-Emissionen tatsächlich so gering wären, dass die Verteilerart keine Rolle mehr spielte. Ja, und dass nicht nur die Ammoniakverluste, sondern auch Geruchsemissionen werden geringer, Feinstäube werden nicht mehr so schnell freigesetzt. Das sind ja mehrere Faktoren. Ne? Okay. Herr Detmer, können Sie anhand von 3 Folien, die wir jetzt einblenden, bitte mal kurz erklären, wie das Syrien-Verfahren im Groben funktioniert? Ja, hier sehen wir die Folie, in dem eigentlich gezeigt wird, dass der Stickstoff in der Gülle in einem chemischen Gleichgewicht steht. Je höher der pH-Wert, umso höher der Ammoniakgehalt in der Gülle. Und der Ammoniakgehalt in der Gülle ist eigentlich der, der gasförmig ausströmt und dafür sorgt, dass wir Verluste haben und Emissionen haben. Wenn ich den pH-Wert senke, dann wird von Ammoniak Ammonium. Und zwar sofern, dass das H vom H2SO4 von der Schwefelsäure abgespalten wird und hängt sich an den Ammonium NH3 an. Und so wird NH3 NH4. Und diese Stickstoffform liegt in Salzform vor, ist aber so von der Pflanze sofort aufnehmbar. Okay, dann zur nächsten Folie. Da geht es um die Spurschäden. Wir sind vor 3 Jahren mit dem System angefangen, haben uns überlegt, wie können wir effizienter Gülle ausbringen. Wir haben vorher schon mit Ackerlandinjektoren, mit Schlitzen, mit Schleppschuh, Schleppschläuchen, Strip-Till-Verfahren unterschiedlicher Formen gearbeitet. Wenn ich die Arbeitsbreite, sagen wir, um ein Drittel reduziere, habe ich Verluste von 3,5 Dezitonnen. Allein durch die Fahrspuren, die ich zusätzlich habe, das sind halt gravierende Ertragsverluste. Bei diesem Verfahren habe ich das halt nicht. Hängt natürlich auch stark ab von den Bodenverhältnissen bzw. welches Gespann wie bereift ist. Da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein. Die letzte Folie, Herr Detmer, die dreht sich nochmal um die tatsächlichen Ammoniakausgasungen bei den verschiedenen Verfahren. Ja genau, man kann hier in den unterschiedlichen Farben eigentlich erkennen, das ist sagen wir, das Schleppschlauchsystem mit Verlusten. Und dann sicherlich das Schleppschuhverfahren, schon in einem weitaus besseren Verfahren, sicherlich auch da abhängig, wie stark ich meinen Schardruck einsetze und wie
ja, fest mein Boden ist, wenn ich da das schaffe, einen guten Schlitz zu erzeugen mit einem Schleppschuh, ist das Verfahren da klar besser. Wenn ich einen sehr schweren Boden habe, wo ich keinen vernünftigen Schlitz im Boden kriege, ist die Wirkung auch nicht so gut. Aber Wind ist schon mal weitaus besser. Aber alle Einarbeitungssysteme, sagen wir, egal ob Scheibenegge, Ackerlandinjektor, Striptil, haben sehr gute Ergebnisse, eigentlich die gleichen Ergebnisse, wie auch das Säulesystem erzielt. Damit haben Sie dann im Prinzip ja die Antwort schon gegeben. Das heißt, das Ansäuern der Gülle über das Syre-N-Verfahren wäre Quatsch einzusetzen, wenn man eine Scheibenegge oder ein Injektionsverfahren nutzt. Ja, eigentlich ist das ein klassisches System im Grünland oder im Getreidebeständen, Rapsbeständen, da passt es gut. Oder auch im Mais, wenn ich jetzt gerade meinen Güllelagerraum ein bisschen erweitern möchte, habe ich die Chance mit dem System, na klar, in Mais noch Gülle zu fahren. Und gerade bei hohen Temperaturen, wo meine Ausgasung verhältnismäßig hoch ist, habe ich die Chance mit dem Säulesystem halt auch noch Gülle im Mais zu fahren, um dann geringe Verluste zu haben. Durch die Abspaltung des H-Plus-Ions von der Schwefelsäure entsteht ja Sulfat, also sprich Schwefel. Wie viel Schwefel habe ich da, wenn ich, also beziehungsweise anders gefragt, wie viel Säure muss eingesetzt werden für eine entsprechende Wirkung? Also es ist sehr unterschiedlich, deswegen haben wir auch Technik verbaut, die das steuert. Bei einer Rindergülle verbrauchen wir ungefähr pro Kubikmeter 1 bis 1,5 Liter. Bei Schweinegülle liegen wir so bei 2 Liter und bei Gärresten, die einen sehr hohen pH-Wert haben, liegen wir ungefähr bei 4 Liter pro Kubikmeter. Das heißt, wenn ich 25 Kubikmeter Schweinegülle ausbringe, was so häufig Standard ist, bringe ich ungefähr 50 Liter Schwefelsäure aus. Das heißt auch ungefähr 25 Kilo Schwefel pro Hektar, die dann eine einigermaßen Versorgung machen bei Getreide. Das spricht man ungefähr von 30 Kilo Schwefel. Aber damit geben Sie auch gleichzeitig die Antwort, wenn ich meine komplette Gülle, die ich über das Jahr verteilt, über das Syre-N-Verfahren nutzen würde, dann wäre es ja auch nicht richtig, weil dann hätte ich zu hohe Schwefelgehalte nachher auf meinem Acker, oder? Also bei Rindergülle, Schweinegülle nicht, bei Biogasgülle ja, aber Biogasgülle wird ja auch viel zu Mais eingesetzt. Und wenn ich eine direkte Injektion mache, was ich eigentlich zu Mais mache und nicht das Säureverfahren, habe ich auch Verfahren, wo ich keine Säure zusetze. Und im Schnitt der Jahre gleicht sich das eigentlich aus, dass ich keine Überdüngung vom Schwefel hinbekomme. Wenn ich jetzt ein Landwirt bin und finde, ich denke, alles klar, ich hänge mir vorne 1000 Liter Säurefass dran, was hätte ich zu investieren, beziehungsweise was ist noch zu beachten? Was ist zu beachten? Sagen wir so, zu beachten ist, dass die Schwefelsäure ein Gefahrgut ist. Und der Fahrer, der mit dem System unterwegs ist, braucht einen Gefahrgutschein. Das ist aber nicht unbedingt ein Hexenwerk. Ich gehe 2 Tage zur Schulung hin und einen anderen Tag mache ich meine Prüfung. Kostet 350 Euro und dann habe ich meinen Gefahrgutschein für Stückgut, wo ich dann das Fahrzeug mitfahren kann. Okay, ist also die Investition ins System wahrscheinlich etwas teurer? Da kann man von ausgehen. Sag mal, die Basic liegt sicherlich irgendwo bei 70 Euro, aber da muss das Ganze noch montiert werden. 70.000 Euro muss das Ganze noch montiert werden. Dann bin ich sicherlich schnell schon bei 80.000, 90.000 Euro. Dann kommen zusätzlich noch die IBCs, die ich benötige. Um das sicher zu lagern, sollte ich doppelwandige IBCs nutzen, die dafür zugelassen sind. Wenn ich da 20 Stück von habe, um genügend Puffer zu haben, brauche ich auch nochmal wieder 20.000 Euro circa, die ich da investieren muss. Am Ende liege ich bei 100.000 Euro, die ich dafür investiere. Okay, also kein Schnäppchen, wie erwartet. Aber am Ende erfolgreich. Vielleicht können wir noch mal kurz einspielen, wie so ein Säurefasswechsel funktioniert. Dazu haben wir, glaube ich, einen Videoeinspieler vorbereitet. Und man sieht hier, wie das Fass ankommt. Ja, der Fahrer kommt hier auf den Hof, setzt mit der Fronthydraulik das System ab, löst den Schlauch, öffnet vorne die Klappe, öffnet vorne die Klappe, zieht den IBC heraus und nimmt vorne, ist ein Kamerasystem, nimmt dann auch mit einer Palettengabel das neue IBC auf und macht den Schlauchanschluss wieder und kann wieder abfahren. Circa 3 Minuten bis ist das gewechselt, 3 bis 5 Minuten. Ja, aber es ist ja schon tatsächlich Logistik gefordert, wenn man entsprechende Ausbringmengen von Lohnunternehmern heutzutage rechnet, die 1000 Kubikmeter am Tag schaffen. Das haben Sie ja gerade erläutert. Vielen Dank für die Erläuterung, Herr Detmar. Ich würde noch einen zweiten Gast hinzuholen und das ist der Besitzer des Gespanns.